Wir sind wirklich jeden Tag auch vor dem Training noch im Kraftraum und bereiten uns aufs Eistraining vor. Weil der Sportart Eishockey ist wirklich der ganze Körper beansprucht und dementsprechend muss man natürlich auch off-ice hart an sich arbeiten, damit man auf dem Eis die bestmögliche Beweglichkeit hat. Ja, auch Drinks wie Guampa, die den Stoffwechsel anregen, sind Energiebringer und das braucht man auch beim Eishockey, um auch seine Höchstleistungen abrufen zu können.